Ich habe jetzt gerade folgendes Problem. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe Roam aufgenommen. Und auch wenn ich mich jetzt gerade bemühe, den Redefluss nicht fallen zu lassen, ich bin irre müde. Und ich habe gerade echt die Überlegung, jetzt mal gut sein zu lassen und morgen früh weiter aufzunehmen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich habe, wie gesagt, Überlegungen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wo wäre der Bergwerksplatz hier? Okay. Ist ja zum Glück nicht weit. Also. Wieso glaube ich, dass wir da extrem viel teuren Scheiß ausgeben müssen dafür? So. Das ist versorgt, okay. Die produzieren 10, die verbrauchen 4. Ich kann 2 damit versorgen. Oh, wenn ich das Geld dafür hätte, okay. Oder ich erhöhe einfach die Produktionsmethode. So geht es natürlich auch. Neue Gebäudearten verfügbar. Okay, das ist alles so gut versorgt soweit. Neue Gebäudearten verfügbar, ja. Ein Gemeindezentrum. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Was meinen Sie? Außerdem mangelt es jetzt extrem an Energie. Na super, habe ich das Thermokraftwerk nicht? Doch, habe ich. Ein Zusatzmodul ist zum Glück nicht teuer oder so. Ist zumindest mal energiesicherheitstechnisch versorgt. Gut. Hier. Die Orbital Watch stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Sehr gut. Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass die Leute enger zusammenrücken. Besonders mit Terroristen vor der Tür. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Ja. Ich glaube, auf welcher Stelle ist erstmal der Handelsroute. Also dazu brauche ich Wissenschaftler in der Arktisregion. Okay, aber jetzt erstmal die Handelsroute einrichten. Raus hier. Die Arbeit hört nie auf, was? Allerdings, die Arbeit hört wirklich nie auf. Handelsroute einrichten. Gemäßigt, was will ich hochbringen? Vita-Drinks. Ausgangssektor ist der hier, Zielsektor ist der hier. Wir brauchen aber Reserven da oben, das heißt, ich muss unten wieder Drinks dazu bringen. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen wissen. Herzlichen Glückwunsch. So schmeckt der Erfolg. Ist ja schön. Ich muss jetzt erstmal hier die Vita-Drinks wieder auf aktuellen Stand bringen. Verbunden. Und dann, mal schauen. Weil wenn ich die Vita-Drinks wieder auf aktuellem Stand habe, wenn ich sie hier finden würde, wie ich hier produziere, genau, würde ich neu bauen müssen sowieso. Wenn ich die Vita-Drinks nämlich auf aktuellem Stand habe, muss ich die Bilanz irgendwie ausgleichen, was auch nicht unbedingt leicht werden wird. Aber die bezahlen jetzt in der Arktis zum Glück mehr. Vita-Drinks. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, das ist schön, das habe ich auch mitgekriegt. Wenn ich die hier mitten reinbaue, ist das auch scheiße, aber anders wird es nicht wirklich gehen.
Plus 12, okay, die verbrauchen 12 pro Minute. Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Logistiktechnisch ist das ein Graus, okay. Aber hey, wir sind wenigstens wieder mit Vita-Drinks versorgt, und zwar zur Genüge. Kurzer Moment bitte. Genau, ich wollte erst die Bevölkerung ausbauen. Spaß. Dann bauen wir mal fleißig eins Abstand und dann noch einen 10. Block. So. Und hoffentlich kriege ich damit die Dinge in den Griff. Okay, nur noch 3, das ist zu jemand vom Management hier. Ja, ich habe auch nicht erwartet, dass ich hier auftauche. Wir haben zu wenig Früchte, sehe ich das richtig? Gute Systeme sind die halbe Miete. Jetzt haben wir zu viele. Jetzt passt's. Wir haben einmal Biokost zu wenig. Gut, dass wir das jetzt alles gelernt haben, so mit Umbauen und so. Jetzt müsste ich es nur noch irgendwo hinstellen, wo wir auch Platz haben. Ja, ist ja gut. So, damit hätten wir das versorgt. Erhöht zwar die Kosten auch wieder etwas, aber wir nähern uns langsam dem Plus. Ich muss ganz kurz hier was erledigen. ja, noch ein paar Häuser upgraden, dann läuft das. Ja, gehen dann nur noch 3 Stimmen. Das ist eine nette Überraschung. Besser als nix. Noch ein paar Häuschen dazu bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. So. Noch ein paar Straßen dazu, damit die alle versorgt sind. Wir sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Ist schon. Wie viele Upgrades haben wir jetzt noch? 7. Das passt auch wieder Faust aufs Auge. Warte ich da die 3, jetzt kann ich dann noch die 7 dazusetzen. Perfekt. Die Brücke kann ich mittlerweile auch bauen. Das Ding ist nur, die Ressourcen werden wahrscheinlich... Superlegierung. 50. Okay, Superlegierung habe ich noch gar nichts. Nachdem wir es hier stabilisiert haben. Ich finde das bei Nacht übrigens sau episch. Gott, sieht das genial aus.
Und klar ist das Zeitraffer und so, aber verdammt sieht das genial aus. So, ich habe gerade einen Screenshot gemacht, deswegen ist es kurz geruckelt. Weil das wird das nächste Thumbnail, was aussieht. Ich will aber gerade keine Verbesserungen machen, verdammt. Das habe ich doch gerade schon vorher in Auftrag gegeben. So. Ach so, das hat wahrscheinlich nicht mehr abgeben können. Das ein hartes Stück Arbeit, aber sie haben es hingebogen. Es war zum Glück überhaupt nicht leicht oder so. Oh, da ist die wieder. Ich habe die versteckt, genau. Koordinaten bestätigt. So, jetzt geht's wieder in die Arktis. Stelle ich da nicht Neuroimplantate her? Neuroimplantate, Nanokern, Baubots, Synthesizer. Arktis, sorry hier. Modul B, Neuroimplantate. Ausgangssektor hier, das dann hier. Das reicht sogar. Respekt. Verarbeite Informationen. Die kosten zwar irre viele Ressourcen dafür, dass man nur ein Dingens. Bauoptionen erweitert. Sicherheitsabteilung, okay, darum kümmere ich mich dann gleich. Die Forscher. Wahnsinn, die Credits schießt ja gerade richtig hoch. Vertrau mir, davon haben wir alle was. Gut. Bin gerade kurz planlos, sorry. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Zeit haben. Ich warte hier. Emen Buri, wo war der jetzt? Also, spucken Sie es aus. Nein. Willkommen bei Cassian. Nein. Schön, dass wir uns wiedersehen. Der ist toll, aber willkommen. Nein. Willkommen. Wie geht's? Wo treffe ich den dann? Ach, hier. Hä? Wer ist der Typ? Hier ist noch eine Intervention. Okay, aber jetzt ist man in die Arktis zurück. Ich will nicht schon wieder Krieg spielen. Krieg spielen ist so schön, aber nicht nötig. Logistik ist also auch ziemlich knappe Kasse, ja. Wirklich ein interessanter Ort. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Okay. Nicht schlecht. Ups, ich brauche... Das habe ich doch alles. Kann ich helfen? Stimulanzen, Luxuskost, Quantencomputer, Replikatoren. Replikatoren vor allem. Geheimhaltung. Okay. Okay. Die Pläne für die Raketenstartrampe sind vollständig und ein paar Tests wurden durchgeführt. Von unserer Seite aus können wir mit dem Bau beginnen. Die Pläne sehen vielversprechend aus. Aber ich habe mit John Rafferty gesprochen und es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung. Vor allem für das starke Gemeinschaft. Versorgung mit Gemeinschaft, großer Mangel, ja, ich dachte es mir fast. Ich kriege auch viel zu wenig Metallschaum. Ach, das sind die Weltmarktpreise. Superlegierungen. Ja, jetzt muss ich mich erstmal hier drum kümmern. Das ist sicher noch nicht. Außerdem habe ich noch nicht mal Superlegierungen. Ich habe noch nicht mal. Oh, ich ahne gerade Schlimmes.